Mund auf, Tobi? Nee. Auf den Zehner, jetzt wird gekotzt. Wie viel Euro würdest du dir die ganze Hand davon in den Mund stecken? Okay. Was? Wir haben ein... Komm her jetzt! Komm her jetzt! Was? Wir haben eine Idee. Was für eine Idee? Können wir die blind essen und erraten? Die blind essen? Probiert hat schon jeder. Was willst du denn da erraten, du Idiot? Ja, du machst Augen zu und redst. Ach nein, Digga. Pass auf, Chat, ich hab hier was bekommen. Ich krieg dafür keine Kohle, Alter. Ich weiß auch nicht, warum ich das umsonst mache. Sugar Dad hat mir eine Verpackung zugeschickt mit ganz viel Candy. Ich hab dafür noch nie einen Cent gesehen. Ich hab einfach nur Lust auf Zucker. So, passt mal auf. Wir haben hier verschiedenste Dinge. Wir werden jetzt probieren. Sven? Ja? Du machst die ganze Zeit die Augen zu und wir stecken dir einfach Sachen in den... Das habe ich gerade schon gesagt. Okay. Ja, aber Sven, ich probiere jetzt... erraten. Ihr wollt erraten? Ja. Okay, ich fütter dich. Okay, mach die Augen zu, ich fange zuerst an. Also, ich sehe gerade, was du... Dann mach die Augen zu, habe ich gesagt. Also, okay, wir fangen an, Leute. Ich gehe hin und zeig's euch in die Kamera. Hier, die hier sind sie jetzt erstmal. Das sieht ganz gut aus. So, pass mal auf. Ich probiere zuerst, ja? So. Du musst schon sagen, wie Mund auf. Mund auf. Mund auf. Du, Sven. Ah. Sven, das ist gut. Sven, warte. Mund auf. Ist das Gummi? Oh, oh. Das war das Pokémon-Karte, sorry. Mund auf. Ist das Arcade? Okay. Hey, gut, Jungs. Was sagt ihr? Schmeckt gut. Das sind M&M's, ne? Mhm. Nein. Was? Was schmeckt ihr? Gummibärchen mit... Was? Ja, also so ein Gummibärchen. Cola? Cola? Bist du besoffen oder dumm? An der Stelle, Leute, an der Stelle, bevor wir jetzt hier das Corona-Ding lesen, sind alle getestet. Macht euch bitte keine Sorgen. Ja, was ist es jetzt, Tobi? Komm, sag's mir. Es ist eine amerikanische Süßigkeit. Ne? Mein Gott, Mund, Auge auf. Ist halt ein Süßes, es sind Airheads Cherry gewesen mit Kirsche, Alter. Ja, ja, das hat mich an Kirschcola erinnert. Ja. Deswegen. Halt, komm, halt den Mund zu. Ja, wer trinkt Kirschkohle? So, pass mal auf. Haltet euch mal die Ohren zu und die Augen. So, hier seht ihr, Leute. Red Velvet. Davon haben wir 3 Stück. Wir gehen direkt rein. Ey, wenn ich zu laut bin, dann sagen halt. Ja, halt genau. Den Mund! Bro, wie können die genauso schmecken wie normale? Mund auf. Muss beide aufmachen, ist ziemlich groß. Mund auf. Oreo, aber... Findet, also die schmecken wie normale, oder? Ja. Die sind einfach nur rot gefärbt. Guck mal. Oreo Velvet. Red Velvet Oreo. Augen zu. Wir machen... Oh, Digga. Sven, lass mal High Five versuchen. Wie riecht er denn? Es sieht nicht aus. Es knuspert. Es knuspert. Mund auf, Tobi? Nee. Mund auf, Mund auf. Ich bin allergisch. Ja. Oh nee. Oh nein, oh nein. Tobi, ist es ganz? Ist es ganz? Und Sven? Das schmeckt nach Das schmeckt absolut eklig, oder? Oh. Tobi, das ist Käse. Du magst doch Käse. Das ist der intensivste und ekligste Käsegeschmack, den ich jemals in meinem Leben geschmeckt habe. Riech mal dran. Ja, der Geruch war absolut eklig. Wie viel Euro würdest du dir die ganze Hand davon in den Mund stecken? 10. Okay. Was? Kannst du das schon als ganze Hand? Ja, ja, das zählen wir. Ich geb dir gleich einen 10er dafür, Bro. Oh, wir sind aber... Zeig mal den Mund. Riecht 5 Füße von Männer gerade. Die haben gerade richtig Sport gemacht. Bundesjugendspieler war gerade. Die waren nicht duschen, Sven. So schmeckt das. Stell dir vor, du trinkst einen Tee mit einer nass geschwitzten Socke, der da durchgezogen ist. So schmeckt das. Mmh, guck mal, da kommt ja, Junge. Ich glaube, jetzt wird es richtig wild oder richtig eklig. Pass auf, ich zeig's euch, Leute. Okay, ich esse jetzt das hier, Tobi, Mund zu, Augen zu. Ja. Mir ist schlecht. Wenn ich jetzt ich kotze. Bitte, wenn es dir schmeckt, dann schmeckt es mir auch. Ich steck's euch jetzt in den Mund. No sexual. Ihr müsst das jetzt lutschen, okay? Guck mal, Sven, wie gierig der kommt. Guck mal, wie der Bock hat. Ich kann nicht gucken. Jetzt auf. Mund auf, Mund auf. Boah, was hast du gemacht? Okay, jetzt okay. Mund zu, Augen auf, andersrum. Okay, Sven. Boah, Zimt. Nee, hier, Peppermint. Zimt. Doch, Peppermint. Oh ja. Das schmeckt wie diese Zimt-Kaugummis. Mann, hab ich so gesagt. Nur, als hätte da jemand... Alles irgendwie... besser als der Käse. Sven. Als hätte da jemand... drauf gestreut oder so. Oh, ist das scharf. Okay, Augen zu, Tobi. Aber du probierst erst. Ja. Ja. Du probierst nichts. Du hast es nicht genommen, du hast gepresst. Oh, es riecht aber gut. Geh weg. Verpiss dich, hallo. Hau ab. Nicht ganz tief rein. Ja. Mach ich nicht. Mach Mund auf. Mach auf das Maul. Das ist nicht so geil, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich jetzt nicht so. Was ist denn das? Die heißen Sour Punch Hearts. Assorted, ja, die meinte ich ja. Assorted Flavors. Okay, ihr seht das hier. Ich weiß nicht, ob es das ist, Leute. Ich weiß es nicht, Alter. Ich hab schon mal probiert, ich kenn's halt. Ja. Mund auf. Mund ganz halt auf, es ist groß. Oh ja. Es ist Glaswolle. Oh nein, ja. Finde ich gut.
Ja, die ist so geil, Ben, oder? Die ist gut. Mm. Das ist lecker. Cooler Zuckerwatte. Ja. Ich glaube, jetzt könnte es wirklich wild werden. Oh. Ja, wir gehen rein. Das wird, glaube ich, heftig, Digga. Das wird, glaube ich heftig. Angst. Oh mein Gott, Digga. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, gut, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh ja, er will nochmal, er greift nach. Oh mein Gott, Digga. Okay, Mund auf. Ah. Nein. Oha. Digga. Oha. Digga, das ist unnormal. Digga, das sind diese Reese Puffs, aber die schmecken halt. Das ist. Digga, die sind aber echt gut. Ja. Achtung, auf den Zehner, jetzt wird gekotzt. Absolut schrecklich. Ich kenne sie, sind absolut schrecklich, Leute. Oh, was? Was kommt hier? Oh, Digga. Oh, das ist wie ein Schlag in die Magengrube. Oh, Digga. Oh, ist das ekelhaft. Sven, Mund auf. Weiter. Wie weit? Digga. Also wirklich. Das hätte man sich doppelt und dreifach sparen können. Das hätte man sich absolut sparen können. Das ist richtig nice. Das hat man sich... Was? Mund auf. Oh, ist das Kaugummi? War das jetzt Kaugummi? Sind das Bienenwusel oder sind es normale? Hast du runterschluckt? Ja. Das sind Kaugummi, Sven. Was ist denn das? Das ist sogar Kaugummi, oder? Ike Cherry, aber ich schmecken gar nicht so. Also, okay, Jungs, pass auf, die restlichen Sachen, die gebe ich euch nicht. Wir machen noch einen letzten, okay? Augen zu. Sollen wir einen bei dir machen? Ich weiß doch schon, was kommt. Ich kann von allem direkt sagen, was es ist. Okay. Augen zu. Ich glaube, Chat, ich glaube, das hier werden die Gewinner. Ich hoffe, es sind keine Kekse. Ich habe Bauchschmerzen, ich bin ehrlich. Ich habe nicht gesehen, dass die gerade angefangen haben. Es hört sich auch nicht wie eine Keksverpackung an. So. Weißt du, wie sich Kekse anhört? Nee. Ich auch nicht. Och nee, Digga. Nee, das könnte. Wird nicht gut. Und auch. Hab noch Gummibärchen im Mund. Und auch. Das ist ein roher Keks. Die haben den nicht gebacken. Boah, das ist ein bisschen zu süß sogar. Boah, Digga. Oh. Instant Zahnschmerzen, Bruder. Aber Junge. Die Erdnuss von Leipzig. Ja, die ist geil. Digga. Ja, für mich die Gewinner. Purer Zucker, todessüß, aber geisteskrank, Mann. Besser als die Füße. Ey, wirklich. Also, diese Chips, die hat wirklich Attila Hildmann persönlich gemacht, Digga. Der Teufel persönlich, Alter. Wirklich. Ich finde also, die Kekse nicht so krass. Was? Ich finde die am heftigsten. Für mich sind die hier und die hier. Absolute Winner, Jungs. Sven, willst du die mitnehmen? Nee. Das hier, muss ich ehrlich sagen, das ist auch wild. Ja, ne? Ey, komm, wenn du die Tüte so zusammen machst. Boah, Junge. Es riecht einfach wie Männer. diese Dinger, wirklich, diese Dämmwolle hier ist auch anders krank. Das sieht echt aus wie so über dem Dachboden, diese gelbe. Hat er auch gesagt, Dämmwolle. Ja, ja, Glaswolle. Guck mal, das kann nicht gesund sein. Warte mal. Guck mal, das kann doch nicht gesund sein. Ich hab das gerade angeleckt. Warte einfach, schwarz. Warte, Chat, seht ihr das? So, ich leck's jetzt an. Ich bin morgen tot. Der sieht aus wie eine Raucherlunge. Nee, Digga, komm. Nee, hier, behalt das, Tobi. Nee. Also, Jungs. Guck mal, das war auf meiner Zunge. Das sieht aus, als hätte ich beim K*** geblutet, Digga. Schau mal. Ja, als hätte ich einfach Blut gehabt. Das habe ich gegessen. Und das war's von diesem wunderschönen Verköstigungsseminar hier mit den beiden. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle raus, Leute. Und schauen jetzt nochmal, was die Welt des Internets so hergibt. Jungs, vielen, vielen Dank dafür. So, haut rein. Ey, Sebastian, ich wünsche dir was. Danke. Kann ich ein Wasser haben?